Wir beobachten das Schalker Bienenstudio spanischer Herkunft bei seiner Verwandlung von einem Zustand der Kategorie so gut wie leer wieder hin zu einem Schalker Bienenstudio voll mit Instrumenten aller Couleur durch Menschen der hineintragenden Art und Weise. Die Abwesenheit von Dingen entstand durch den im Hintergrund zu hörenden und jetzt kurz zu sehenden Berliner Kneipenchor, der uns in der letzten Episode einen zahlreichen Besuch abstattete und nun von Marie und Marti gebührend Revue passiert wird. Begegnet sind und Schuppen von den Augen geregnet. Willst du meine Frau werden? Ja! Kauf ich uns ein Haus aus Gold und Wermut. La 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 la, lass mich los. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr geil. Stell dir mal vor, wie fett das wäre. Du hättest immer einen Chor dabei. Ja, sowieso. Oder als würde genau in dem Moment, in dem du irgendwie draußen in der freien Wildbahn Musik in deinem Kopf hörst, als würde sie einfach aus der Luft kommen. Oder du singst so, ah, wie ging das Lied nochmal? Und dann auf einmal stehen so 30 Leute hinter dir. Siehst du die Tür? Komm in mein Auto, steig in mein Auto. Das müssen wir übrigens unbedingt als Special rausballern. Ja. Unbedingt. Das hat... Echt, da habe ich gedacht, oh, da war klar, ich will eigentlich auf jeden Fall in diesem Chor mitsingen. Ohne dich darf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komm ich heute nicht zu, das was ich will bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komm ich heute nicht zu. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich fahr ich heute, komm ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Manchmal kommen so Töne zusammen oder so Stimmen zusammen und dann merke ich, wie es dich total kurz so richtig beglückt und dann strahlst du so schön. So. Ja. Bei der Chor war das auch so. Aber ich musste auch so strahlen, weil es mich einfach so glücklich gemacht hat. Das Geile ist, Nino hat das ja auch gesagt, ich glaube bei Diamonds oder so, meinte er, oh, am Ende sind wir jetzt ein bisschen gesackt und das war nicht ganz perfekt und so. Ja. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ey, drauf geschissen. Weil es war so, weil man hatte einfach nur Bock, aufzustehen und mitzugrölen. Und einfach nur Bock zu singen. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Es war vollkommen egal, weil die Energie einfach so geil war. Und ja. Ey, in den Kommentaren wird das auch relativ klar, dass das den, also es gab zum Glück sehr viel Liebe für den Berliner Kneipenchor. Das hat mich sehr gefreut. Ja, toll. Davon hätte ich gern ein GIF. Ja, toll. Ja, schön, was gab's noch? Die Box war leer. Ja, es war ein wunderschönes Mikrofon hier zu Gast. Oh. André Mogimi hat mir eine Sprachnachricht geschickt. André Westermann. Warte, ich glaube, ich kann sie sogar kurz mal abspielen. Die ist nämlich sehr schön. Sagen Sie mal, Monsieur Fischer, seit wann haben Sie ein Vintage Neumann U47 in Ihrer Bongo Boulevard Box? Das ist ja wirklich ein hervorragendes Mikrofon. Herzlichen Glückwunsch. Oder hat das der Chor mitgebracht? Das wäre natürlich traurig für euch. Dann solltet ihr euch unbedingt eins kaufen für 30 Milliarden.
Das Geilste ist die dreckige Lache. Das ist auch so ein typischer André. Entschuldigung, André. Und jetzt ist die Box wieder voll. Mhm. Auch schön. Ich glaube ja, auch. Aber es auch ein bisschen anders designt hier. Ist ein bisschen aufgeräumter, trotzdem. Ja, wir haben so ein bisschen. Vor allem an den Dingen, die Leute nicht so sehen. Oh, ah, ja, stimmt. Haben wir so ein bisschen Kabel neu gehängt. Was heißt wir? Mit wir meine ich Cameron und Guy. Sehen Sie hier die eben genannten Cameron und Guy, deren Anwesenheit menschlich wie klanglich nicht mehr weggedacht werden kann. Cameron und Guy machen den Ton von den Bongo Boulevard-Episoden. Mhm. Cameron in der Box und Guy sitzt draußen und die machen so einen unfassbar geilen Job. Und gerade jetzt wieder so, hat man wieder gesehen bei so einem Moment, wenn wir sagen, hey, wir haben eine super Idee, wir räumen alles leer und dann kommt ein Chor und es wird mega fett. Und dann sind die halt nicht so, oh nee, das ist halt mehr Arbeit für uns, weil alles anders, sondern so, oh yeah, geil, let's do it. Und dann wird's geil. Richtig gute Menschen. Ja. Ja. Also ganz viel Liebe an Cameron und Guy. So, komm, wir singen Cameron und Guy ein Liebeslied. Cameron und Guy ein Liebeslied. Cameron und Guy sind die Größten. Audio vielen Soundingenieure. Was dabei gedacht. Auch wenn sie gar nicht so aussieht. Sie kann denken. Ein bisschen denken tut einigen von uns mal ganz gut. Und ein bisschen Cameron und Guy. Jeder braucht ein bisschen Cameron und Guy. Dann klingt das Leben viel schöner. Klingt das Leben viel schöner. Das Leben klingt viel schöner mit Cameron. Mit Guy. Ich möchte dies stehen lassen. Wir machen Urlaub, wir brauchen Urlaub. Und wir kommen zurück. Und dann machen wir keinen Urlaub mehr. Und dann machen wir weiter mit dem, was wir hier machen. Nämlich mit Musik. Und es wird laut. Und ich glaube, das haben wir uns alle ein bisschen gewünscht. Und herzzerreißend schön. Ja, es wird ein bisschen ballern in der Box. Aber davor machen wir Urlaub. Ja. Und wir werden tatsächlich in der Zeit richtigen Urlaub machen. Also wir werden ein paar Bonustracks veröffentlichen, die wir vorbereitet haben dafür. Und wir werden aber in der Zeit ansonsten wirklich versuchen, so gut wie gar nichts zu posten, nichts anderes zu tun. Nur das sozusagen rauszuballern und echt mal Urlaub zu machen. Hier von diesem, mal Urlaub machen. Von diesem YouTubes. Von diesem YouTubes. Ja. YouTubes Urlaub. Macht auch YouTubes Urlaub, aber schaut euch in der Zeit nur Bongo Boulevard Bonustracks im Video-Mixtape an. Ist das ein Urlaubssong? Könnte sein. Ich loop jetzt mal was. Ja, geil, ey. Ich dachte schon, du fragst nie, hä? Ich muss erstmal was vorbereiten. Ach so. Ich muss mal raus in die Natur. Ein bisschen Abstand von der Stadt. Einfach mit, wir machen was zusammen. Heute ist Feiertag. Zieh den warmen Pulli aus. Dein Korsett muss ab. Es ist schon ausgeleiert.
Na jetzt. Komm, wir fliegen in die Sandkörner hinein. Ein jedes hat Platz für uns zu zweit. Am Strand des Urlaubs. Mach mal Urlaub, fahr mal raus. Die Stadt ist grau und dreckig. Halt einfach die Fresse und komm mit. Vielleicht ein bisschen arg. Halt die Klappe und komm mit. Oh Gott, hast du jetzt die Fresse korrigiert? Ja, ich finde das ein bisschen harsch. Mach mal Urlaub, halt die Klappe und komm mit. Mach mal Urlaub, halt die Klappe und komm mit. Mach mal Urlaub, halt die Klappe und komm mit. Mach mal Urlaub, halt die Klappe und komm mit. Mach mal Urlaub, halt die Klappe und komm mit. Aber jetzt möchte ich schon gerne wissen, wie es aussieht in Sandkörner. Und um das rauszufinden. Machen wir jetzt Urlaub.